Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ich habe gerade kurz gestoppt, weil ich dieses Zeichen hier gesehen habe. Und ich finde, das passt sehr gut zu dem Auftrag, den wir hier heute machen. Denn wir bauen heute Lärmschutzwände für die neue Bürgermeisterin, die sich ja hier etablieren möchte. Hammergeil, Baustoffhandelwerbung, okay. Und genau, da bauen wir sozusagen, um die Umwelt zu schützen, heute ein paar Verkehrsdinger. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ach, hier ist der Auftrag schon. Gucken wir uns den mal an. Wir machen den auf Mittel, nicht auf Hoch. Den Fehler machen wir nicht nochmal. Genau. Wir müssen ein bisschen was machen. Das geht schon. Hinterfüllung. Das sieht alles okay aus. Nehmen wir an. Es freut mich sehr zu sehen, dass sich ein junges Unternehmen bei uns ansiedelt. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Seit einiger Zeit sorgt die vielbefahrene Verkehrsstraße für reichlich Beschwerden aus den angrenzenden Wohnvierteln. Um die Bewohnerinnen und Bewohner etwas zu schonen, werden wir Lärmschutzwände errichten. Doch die Infrastrukturprobleme beschränken sich nicht nur auf die laute Straße. Auch die Internetzugänge in diesem Bezirk lassen zu wünschen übrig. Ich möchte deshalb der Bitte der Ortsansässigen nachkommen und die Wohngegend im Zuge der Umbaumaßnahmen auch direkt an das neue Hochgeschwindigkeitsnetz anbinden. Oh. Eine Lärmschutzwand und ein paar Glasfaserkabel sollen wir verlegen. Wir wissen nicht, ob es Glasfaser sind. Vielleicht ist auch Kupfer hier schon Hochgeschwindigkeit. Ja, Hochgeschwindigkeitskupferkabel. Wer kennt sie nicht? So, okay. So, jetzt also mit diesem Graben hatten wir beim letzten Auftrag ja ziemlich Probleme. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was jetzt die optimale Lösung für so einen Graben ausheben ist. Hast du deine Idee? Ich habe eine relativ gute Taktik gefunden, um das auszuheben, die Gräben. Okay. Willst du mir sie erzählen, oder? Mir zu. Einfach so hinstellen. Und dann einfach rückwärts fahren, nach und nach. Also mal ausbaggern, so viel wie du hast, und dann rückwärts fahren. Warte, ich drehe mich mal rum. Ach so, ja. Hm. Hier im Außenspiegel sieht man's. Aber du, bei dir ist es bestimmt, du sehen zum Radius dann ausbaggern, weißt du? Du musst dann wieder ausfahren, einfahren. Das wird halt recht inakkurat. Und so habe ich da vorne gerade eine relativ gerade Grube hinbekommen. Ja, aber ich mache auch ein paar Prozente. Glaube ich zumindest. Bilde ich mir ein. Fertig. Sehr gut. Muss ich noch herauskommen. Ich bin weg. Ja. Ich stecke. Was auch schön ist, wir haben uns ja extra eine Fahrspur abgesperrt, wo wir unsere Fahrzeuge hinstellen können. Ja, definitiv. Kannst du Licht ausmachen hier? Geht Batterie alle. Na gut. Oh, da. So, jetzt haben wir die Kabel trommeln, die wir liefern müssen. Wie viel haben wir denn so an Material? Wo ist der Plitschenwagen? Ja, okay, es sind nur die beiden Kabeltrommeln. Dann holen Sie mal die Kabeltrommeln. Wollen wir die mal mit dem Gabelstapler aufladen? So. Gehen wir mal rein. Ja, hör doch zu, Hupe! Soll denn das? Ruhestörung! Wir haben's. 16:30. Was fällt dir ein? Jetzt kannst du wirklich als Ruhestörung hier anklagen, das geht ja nicht. Hä, ich verstehe gar nicht, was da so verwerflich sein soll, was ich hier mache. Ich male hier nur Kreise auf dem Boden. Junge. Hoppala. Ah, okay, also man muss quer ranfahren. Nicht so wie ich.
Für dich zur Info. Boah, die haben auch eine gute Beschleunigung, hä? Besser als so mancher Bagger. Die sind ja auch, die haben auch Elektromotor. Hast du schon mal Elektroauto gefahren? Nö. Also mitgefahren in einem Auto? Ich bin allgemein noch nicht in einem Auto mit einem Auto gefahren, aber. Ja, in einem Elektroauto mal mitgefahren. Nee. Alter, die haben eine Beschleunigung wie sonst was. Der zieht einfach nur weg, solche Elektroautos. Wer zieht die weg? Der Motor, der zieht richtig krass an bei denen. Jo, passt. Einmal ein Jägerrohr. Das sah auch sehr interessant aus. Geile Platzierung, Kabel. Ich hol den Mobilkran, überzeugt. Wollen wir nicht mal den kleineren Mobilkran kaufen, dass wir nicht immer den großen brauchen? So einen Kranplatz haben wir gar keinen, zumindest keinen verdichteten. No. Deshalb. Ich hol mal den kleineren Mobilkran. Was dagegen? Nö, nö. Das ist eh zu spät, das wäre schon gekauft. Ich weiß. Was ist dagegen? Katsching. Was soll ich da noch sagen? Ich kann ihn noch wieder verkaufen. Ja, das bringt's jetzt. Ja. Definitiv. Guck mal, der ist voll süß, oder? Guck mal, der hat nur 3 Achsen. In 3 Achse oh, einfach. Nu? Piep, piep, piep. Das ist wirklich niedlich. Piep. Aua, der hat weggerammt von den Schlitzen. War selber schuld, ne? Ach, schön, du sitzt oben in der Kabine, ich sitze allein auf dem Beifahrersitz jetzt. Ja, so. So, so. Ah, da ist das Symbol. Runter, hoch. Zur Seite, Klong. Ja, wer schwingt bei dir? Ja, das ist alles so geplant. Professioneller Kranfahrer, man sieht's. Na klar, ich fahr in Perspektive. Was erwartest du? Guck mal, wie toll ich das mache. Also wirklich, wie akkurat ich das dort einsetze. Es ist der Scheibenwischer dort im Weg, ey. Ich sehe nichts, weil der Scheibenwischer im Weg ist. Warte. Es fahrt weiter aus, man muss weiter ausfahren. Muss weiter ausfahren. Okay. Ich navigiere dich. 9 Stück. Ja, so ist gut. Jetzt mal runterlasten. Muss schon drehen? Nee, 9 Stück ausfahren, 9 Stück ausfahren. 9 Stück. Ja, jetzt mal runterlassen. Muss ich irgendwie drehen? So ein bisschen? Ja, passt. Egal. So, jetzt verlegen wir ein paar Leitungen. Na. Bisschen Rohr verlegen hier. Nee, Kabel, nicht Rohre. Ach, Kabel, Rohre. Aus Zack. Beidem kann man Salat machen. Da liegen hier die schönen Glasfaserrohre, genau. Glasfaserkabel. Jetzt fahre ich selber mit Rohren. Aber wir sind doch noch okay, ein paar so. Pakete. Das hätten wir jetzt geschafft. Da müssen wir jetzt. Lärmschutzwände vom Wertstoff. Lärmschutzwandpfeiler und Lärmschutzwandelemente liefern. Die wurde sogar schon eine Grube ausgehoben, wo wir dann die Fundamente reinbasteln dürfen für die Lärmschutz. Die hätten wir auf Hof wahrscheinlich selber begraben müssen. Und die sehen nicht so gut aus. Ja, vor allem hier ist ein bisschen eckig. Guck mal, hier ist gar nicht so rund. Hier ist recht eckig. Dann zu dem Kanal hier. Da war wohl einer der Entwickler ein bisschen faul. Ne? Okay, wo kriegen wir die her? Vom Wertstoffhof. 2,6 Kilometer entfernt.
Nein. Da hättest du noch näher ranmachen können. Ja, Punkt. Ich weiß. Ja. Ja, nee, weiter geht nicht. Jo. So. Du hast keinen Kran, ne? Nee. Muss leider alles alleine machen. Mö. So, in grün und orange werden die Lärmschutzwände werden. Grün und orange? Ich würde eher sagen dunkelgrün und hellgrün. Achso, du hattest ja sowas wie eine Grünschwäche, ne? Was? Was? So grün-orange. Nee. Also ich würde sagen, das ist dunkelgrün und hellgrün. Ich weiß nicht, wie die Zuschauer das sehen, aber ich sehe da grün. Ein bisschen Holz dazu. Also mit grün-hellgrün. Ja, wenn ich ranzoome, ist grün-hellgrün, das ist richtig. Weil das Tanzen wirkt es nur wie grün-orange. Okay. So, die Pfeile, soll ich die längs aufladen? Ja, quer könnte schwierig werden. Das könnte ein bisschen breiter sein dann. Ah, ja, das geht schon. Guck mal, siehst du, die passen sogar. Gerade so noch. Na dann. Gut. Ich fahre mal über diese Umgehungsstraße hier, über die große, zur Baustelle. Wart auf mich! Darf ich mitkommen? Ja! Dann warte ich natürlich auf dich. Fahr! Komm, steig mit bei mir ein, oder fährst du, oder kannst du dem Ding auch schnell fahren? Ich kann mit dem schnell fahren, ja. Das ist ja der kleine Autokran. Na dann. Boah, ist das Müllberg hier. Ich glaube nicht, dass es hier rausgeht. Die Route wird mir ja lange angezeigt, dass ich über den Schrottplatz quer durchfahren soll. Ach so, ja. Ach, guck mal, Autoracks. So, jetzt soll ich hier hoch. Ah. Ja, das ist ein bisschen nee. Ja, sag doch was. So, ein bisschen ran zu dir, ein bisschen ran. Ja. Probier's nochmal. Nicht so weit ran. Bisschen weiter weg wieder. Da ist wieder der Scheibenwischer genau in der Mitte im Weg. Noch ein bisschen weg von dir. Neun Stück. Gott. Ach so. Ey, das triggert echt, dass dieser Scheibenwischer genau in der Mitte ist, wo man eigentlich was sehen müsste. Ja. Mal auf den zweiten Mobilkran ran. Jo. Ich hab das Gefühl, es könnte noch ein bisschen was werden, was wir verladen müssen. Ich hab wieder Blitze.
Sprich, wir sind fertig. With the Bürgermeisterin. Dann fahren wir mal zur Bürgermeisterin. Hallo Bürgermeisterin. Man sieht, dass du und dein Team vom Fach seid, denn alle scheinen sehr zufrieden mit eurer Arbeit zu sein. Ich hätte mich da schon viel früher drum kümmern sollen, aber es ist manchmal schwierig zu erkennen, wem man zuerst helfen soll. Es ist schon witzig, dass man mit der Verlegung einer Glasfaserleitung die Herzen der Menschen höher schlagen lässt. Es zeigt aber einmal mehr, wie wichtig eine gute und flächendeckende Infrastruktur ist. Och, schnelles Internet, das kann man viel, sehr viele Leute glücklich machen. Ja, aber ich würde sagen, die Worte der Bürgermeisterin klangen nach Folgeauftrag. Ah. Oh, das ist ja schön gemacht hier mit Spielplatz. Ja. Ich fand auf dem Shot, hast du diesen Shot gesehen, wo die fertige Lernschusswand, wo die beiden Autokräne dann dort standen? Guck mal, hier wächst sogar schon der erste. Ah ne, ist der erste Efeu, der hier dran rumwächst. Ah, okay. Tja, da wächst ein Baum durch, das Ding durch. Ah ne, ist Efeu, der da dran entlang wächst. Ja, okay. Aber ich finde, die sieht immer noch ein bisschen unfertig aus. Hier so nach dem Motto so, yo. Wir wollten die eigentlich noch weiterbauen, aber haben sie einfach sein gelassen. Ja, weil hier der Spielplatz ist, das ist ja nur hier wegen. Nee, ich meine hier, dass die noch in die Richtung hier weitergebaut wird. Ich weiß schon, was du meinst, aber es ist ja. Hier ist ja Park, alte Menschen, ach, die brauchen nicht so Lärmschutz, aber hier ist ja Spielplatz, Kinder. Weißt du? Ja, vielleicht gibt's ja auch immer noch eine extra Lärmschutzwand. Vielleicht hat die Schleife noch kein Geld dafür mehr. Wollte ich gar nicht einsteigen. Naja. So, aber Jungs, das soll es noch nicht gewesen sein. Folge. Darf ich noch abmoderieren? Oder nee, er macht wohl die Abmod. Gut, dann war es das von der Folge, ne? Das ist deine Abmod? Ja. Okay, tschüss. Einfach nur das. Pascal hat meint, ja, okay.